bin Claudia Forkert und ich arbeite in ProDats an der Universität Duisburg-Essen. Primär beschäftige ich mich mit dem sprachlichen Lernen im Fachunterricht, also vor allem im Politikunterricht. Und im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts Schrift, also Schreiben im Fachunterricht, haben wir uns mit der Entwicklung sprachsensibler Unterrichtsmaterialien für den konkreten Fachunterricht beschäftigt. Wir haben ein sehr vielfältiges und umfangreiches Material entwickelt, das ganz einfach direkt in die Praxis überführt werden kann. Da sind Verlaufspläne enthalten, Kopiervorlagen für die Schülerinnen und Schüler, die aber auch nochmal bearbeitet werden können, Lösungsvorschläge und jeweils auch nochmal didaktisch-methodische Kommentare zu einzelnen Arbeitsblättern oder eben auch Aufgabenstellungen. Das Material haben wir mit Lehrkräften in der Unterrichtspraxis erprobt, dann nochmal überarbeitet und steht quasi jetzt für alle kostenlos zur Verfügung. In dem Material geht es um das übergreifende Thema Politik und Medien und ist dementsprechend anknüpfungsfähig an unterschiedliche Kernlehrpläne und auch geeignet für unterschiedliche Jahrgangsstufen. Im Fokus des Materials steht das Schreiben im Politikunterricht. Insbesondere sollen die Schülerinnen und Schüler schrittweise angeleitet werden, politische Urteile, in diesem Fall Entscheidungsurteile, verfassen zu können. Dabei wird auf das Konzept des textsortenbasierten Lernzyklus zurückgegriffen, das in dem Material auch nochmal ausführlich beschrieben wird und dahingehend die Möglichkeit bietet, nachhaltig mit fachspezifischen Textsorten im Unterricht zu arbeiten. Uns ist es eben ein besonderes Anliegen, das sprachliche Lernen konkret im Fachunterricht zu fördern. Unterschiedliche Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht das Gelernte aus dem Deutschunterricht direkt auf das Fach übertragen können, sondern da eben nochmal eine fachspezifische Sprachförderung benötigen. Created using Powtoon.